Heute können wir den Spieß mal so ein bisschen umdrehen. Normalerweise muss Hasan Salihamidžić ja immer über die Verträge seiner Spieler sprechen. Heute kann der Sportvorstand mal über seinen eigenen sprechen. Der geht noch bis Sommer 2023. Unter der Woche war dann jetzt aber zu lesen, scheinbar ist man sehr zufrieden mit dem, was Sie da tun. Können Sie das bestätigen, dass da vielleicht demnächst eine Verlängerung ins Haus steht? Also das ist wirklich ein Thema, womit ich mich überhaupt nicht beschäftigt habe. Da werden wir sicherlich alle miteinander einen richtigen Zeitpunkt finden, aber das wird sicher nicht heute oder morgen sein. Aber Sie würden schon länger gerne beim FC Bayern bleiben? Also grundsätzlich, mal, der FC Bayern ist meine Heimat immer schon gewesen und wird es auch bleiben. Mir macht meine Arbeit Spaß, alles andere ist Zukunft. Okay, dann gehen wir wieder zu Ihrem Kerngeschäft, da kümmern wir uns um die Spieler. Wir müssen über ein paar Personalien sprechen. Auch Julian Nagelsmann hat auf der PK gesagt, ja, dem Internet, dem traut er nicht so richtig als Informationsquelle. Dem Internet, dem traut er nicht so ganz als Informationsquelle. Manuel Neuer wäre die erste Personalie. Ist der Rentenvertrag so bereit zum Unterschreiben oder wie sieht es da aus? Also grundsätzlich ist Manuel unser Kapitän der deutschen Nationalmannschaft auch. Wir haben großes Vertrauen zu Manuel, aber Sie wissen ja, zu den Verträgen äußern wir uns nicht und nur wenn wir was zu verkünden haben und so wird es auch in Zukunft bleiben. Aber er sollte seine Karriere schon beim FC Bayern beenden im Optimalfall. Also wie ich schon gesagt habe, wir haben größtes Vertrauen zu Manuel und da werden wir irgendwann sicherlich drüber sprechen. Okay, zu Verträgen wollen Sie sich nicht äußern, dann frage ich einfach mal, kommt jetzt Dennis Zakaria im Winter noch oder kommt er jetzt erst im Sommer zum FC Bayern? Super Frage. Das habe ich, glaube ich, vor Weihnachten gesagt. Ja, ich glaube, dass wir wirklich sehr, sehr gut besetzt sind, dass wir eine gute Truppe haben, die steht und da wird auch nichts passieren. Also wird definitiv nichts im Winter passieren. Jetzt auch Alfonso Davies, Herzmuskelentzündung, man weiß nicht genau, wann er wieder zurückkommt. Jetzt Marcel Sabitzer hat sich jetzt nicht unbedingt empfohlen als Linksverteidiger, wenn wir ehrlich sind. Sind wir sehr gut besetzt. Wir haben Lucas Hernandez, wir haben Omar Richards. Da ist überhaupt kein Bedarf. Natürlich fehlt uns Fonsi, weil er natürlich Qualitäten hat, die wir vermissen jetzt schon. Aber jetzt geht es ja nur um seine Gesundheit und werden ihm so viel Zeit geben, wie es geht und schauen, dass er irgendwann natürlich zur Mannschaft stößt, aber er muss erstmal richtig gesund werden. Also das heißt, Transfers haben Sie jetzt im Winter definitiv ausgeschlossen, auch wenn wir noch eine Woche haben. Mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt in diese nächsten Wochen? Positives Gefühl? Julian Nagelsmann hat ja auf der PK auch gesagt, naja, also Corona kann dich eben immer noch treffen. Ja, das ist immer jetzt die Gefahr, klar, aber ich glaube, wir haben jetzt einige infiziert gehabt. Jetzt haben wir einige an Bord, also fast alle an Bord, haben noch eben Fonsi und Leon, die nicht dabei sind. Stani kommt auch noch dazu, aber ansonsten sind wir alle da, haben auch heute, der Trainer hat viele Optionen und hoffen wir natürlich, dass das alles lichtet in den nächsten Wochen, dass der Leon auch dazu kommt und natürlich, wie wir gesagt haben, Fonsi. Und dann, glaube ich, haben wir eine Mannschaft, die unsere Ziele erreichen kann. Jetzt hat gestern der BVB wieder auf 3 Punkte verkürzt. Spürt man da den Atem oder guckt der FC Bayern einfach gar nicht nach hinten? Nein, wir konzentrieren uns auf uns natürlich. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Heute wird es ein schweres Spiel gegen Hertha. Ich glaube, sehr physisch. Klar, müssen wir uns darauf einstellen. Wir wollen aber gewinnen, ist so klar. Und unser Vorsprung wieder ausbauen. Dann wünschen wir viel Erfolg dabei.